Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Identitätskrise. Es ist der 2. Dezember 2022. Es ist ein Freitag, so sagt mir zumindest der Kalender. Es ist Winter hier in Ordu in Şaincele. Das ist eine Stadt und auch ein Verwaltungsbezirk oder wenn man so will, ein Bundesland in der Türkei an der Schwarzmeerregion. Ich bin hier eben alleine und ich zeichne diesen Podcast auf. Gestern habe ich darüber gesprochen, was da geschehen war, was in der Handelsschule 2005, 2006 geschehen war. Natürlich sind da noch andere Sachen auch geschehen. Wiederum, es fehlt die klare Chronologie. Ich habe da eben, das ist mir irgendwie abhanden gekommen, die klare Chronologie ist auch schwierig. Also man müsste da eben wirklich die anderen fragen. Und wie gesagt, also ich habe da niemanden zu fragen. Also über diese Sache hat man ja den Mantel des Schweigens umgeschlagen, wenn man so wieder so, oder ich werde eben aus dieser Sache ausgeschlossen. Also es gibt, glaube ich, schon auf Zeichnungen darüber, was alles so geschehen ist, aber je später die sind, also die Sachen in meiner Kindheit, die hat man alle verschleiert, aber später, was eben dort in der Handelsschule geschehen war, über das gibt es, glaube ich, Aufzeichnungen, da gibt es sehr viele Zeugen, wie gesagt, aber wiederum ist es nicht wirklich oder tatsächlich zu einer Verhandlung oder sonst dergleichen gekommen, sondern man hat es wie so oft in Österreich eben unter den Teppich gekehrt. Und was eben noch geschehen ist, das war irgendwie davor, also vor, nach dem ersten Angriff, wo eben dieser Gerold Stadlober mit dem Messer in das Klassenzimmer gekommen ist und da versucht hat, mich eben abzustechen. Danach war das wiederum, also der hat dann danach auch noch eine zweite Chance gehabt, mich zu töten, und das war in der Bäckerei. Es hat damals, das war etwas entfernt, na nicht etwas entfernt, aber gleich in der Nähe von der Schule, eben von dieser Handelsakademie-Handelsschule-Gymnasium war eine Bäckerei. Ich glaube, es war die Bäckerei, die dem Unterberger gehört hat. Der hat sehr viele solche Bäckereien dort gehabt in dem Bezirk. Auch ich glaube auch der McDonald's, also das ist ja Franchising, auch der war oder hat dem Unterberger dort gehört und der hat eben dort eine Bäckerei gehabt, die in der Nähe der Schule, ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Und eben, die war noch ziemlich neu, also man hat da neue Wohnungen, Apartmentwohnungen dort gebaut in dieser Region. Das ist gleich daneben der Donauversicherung, oder damals war eben da noch die Donauversicherung, diese eine Filiale der Donauversicherung war dort angesiedelt und es war gleich daneben eben diese Bäckerei, und wir sitzen dort, also ich und noch weitere Mitschüler oder war es damals alleine, ich weiß es nicht so genau, und eben da sitzen einige Mitschüler und da reden wir darüber, da hat gerade der Mitschüler, der eben der Cousin von Hartwig Z. ist, der hat herausgefunden, dass sein Cousin, dieser Lehrer, der eben dort an dieser Schule, an dieser Handelsschule und an der Handelsakademie unterrichtet hat, hat gerade erfahren, ja, der war gar nicht in Venezuela, so wie er angibt, sondern der war im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch, 8 Jahre lang oder sonst dergleichen. Ich glaube, schwerer Missbrauch oder sonst war das. Und es war so eine depressive Stimmung. Also es waren auch andere Mitschüler, die dort gesprochen haben. Es war eben dieser Daniel Nerath auch dort, der eben dort auf Opfer gesucht hat. Es war auch dieser Gobi dort, der eben absichtlich gestottert hat, obwohl er es nicht musste, der eben auch ein spezielles Verhältnis zu diesen ganzen
Pädophilen und Vergewaltigern gehabt hat. Und es waren auch andere dort. Und es war auch ich dort. Und wir sitzen dort zusammen. Und dann höre ich zu den, oder ich habe so gemerkt, dass dieser Gobi, dass der irgendwie nicht ganz bei sich selbst ist, dass der scheinbar auch unter Drogen steht. Also der hat die ganze Zeit nur gelacht. Also der war überglücklich und dergleichen, hat gestrahlt. Also dieses, es gibt da so eine Droge, das habe ich später erfahren. Wenn du die nimmst, bist du überglücklich. Und das hat man ja auch bei den Kindern immer wieder verwendet, eben diese Pädophile, diese Vergewaltiger, die verwenden eben diese Drogen bei den Kindern sehr ergiebig, also nach dem Missbrauch oder auch davor. Du fühlst dich einfach besser, wenn du diese Droge nimmst. Ich habe diese Droge als Kind auch bekommen. Also es ist so auf einmal, es ist schwer zu beschreiben, aber auf einmal kommt so ein Glücksgefühl in dir hoch. Also du fühlst dich erleichtert, du fühlst dich sorgenlos, alles ist gut, alles ist schön und so ungefähr wirkt diese Droge. Ja. Fast so, als ob du high wärst. Also gehe ich mal aus. Also ich hab bis jetzt wenig Erfahrungen mit Drogen. Also ich habe in meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Mal einen Gras geraucht. Aber wie dem sei, also das war so dieses Gefühl, das du gehabt hast, also das habe ich in der Kindheit her gewusst und deshalb bei anderen habe ich das auch festgestellt und vor allem eben bei Missbrauchskindern verwendet man immer wieder diese Droge, wo eben mit dem Missbrauch dann Glücksgefühle einherkommen, wo es dann auch später für die psychologische Eichung des Kindes sehr entscheidend ist oder auch fatal ist, wenn man so will, oder auch schwerwiegend ist, welche Neigungen das Kind später dann hat. Eben und in dieser Bäckerei vom Unterberger, der Gobi sitzt dort und der lacht die ganze Zeit. Der ist überglücklich erstrahlt, ohne Grund, ohne irgendetwas und es hat alles so merkwürdig ausgesehen. Und dann ist eben und beim Unterberger, da damals war das so eine Nische, hat es da gegeben, wo du nicht unbedingt siehst, wer in das Lokal kommt. Also das ist so hinten in dem Eck. Du siehst zwar dort die Straße, aber du siehst nicht, wer ins Lokal kommt oder in die Bäckereifiliale kommt. Und dann lacht der Gobi so, wir machen uns alle über ihn lustig und ich höre die Stimme vom Gerold Stadlober und der sagte zum Gobi, er solle da wegkommen oder sonst dergleichen. Also die wollen ihn dort aus der Schussbahn nehmen. Und dann, ich weiß nicht mehr, was dann weiter so geschah. Alles ging dann so schnell. Ich wollte, glaube ich, aufs Klo, ich wollte rausgehen und dann zückt dieser Gerold Stadlober eine Waffe und versucht mich zu erschießen dort in der Bäckerei, mitten in den Leuten am helllichten Tag. Also dem war alles egal. Also, und er verfehlt, also ich kann da gerade noch die Waffe halten oder wegschlagen. Ich ringe ihn zu Boden und wiederum, da reißt die Erinnerung ab. Ich weiß nicht mehr, was danach war. Aber er hat da scheinbar einige Mal herumgeschossen, also das war eine geladene Waffe, das war keine Attrappe und da hat er eben das, die Theke, das Glas dieser Theke in der Bäckerei durchgeschossen und auch eine Wand oder durch die Wand durchgeschossen. Ich weiß nicht, er hat ein oder zwei Schüsse abgegeben. Das war schon schlimm, also das in der Bäckerei, dass das so geschieht. Und dieser Mann hat dann später trotz dieser Attacken zweimal auf mich, ist er später mir nach Wien gefolgt und hat einfach ganz normal in meiner Nähe und in meiner Umgebung sein können. Das ist auch wiederum, wo man dann sieht, wie die österreichische Justiz eigentlich da versagt, die Menschen dort versagt. Und wie gesagt, danach wird alles immer verworren. Also dann haben wir eben die Handelsschule abgeschlossen, also dort eine generelle Prüfung gegeben. Also die gibt es so wie die Matura auch oder bei der Abitur. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Abi auch so das gibt, eine Abschlussprüfung, aber in Österreich bei der Matura gibt es eben ein normales Schul
Zeugnis und eben eine Abschlussprüfungen in gewissen Fächern. Das ist dann die Matura, wenn man so will. Und dasselbe gibt es dann auch in der Handelsschule in einer abgeschwächten Form. Und das haben wir eben so gemacht, das haben wir so bestanden. Oder ich habe es bestanden, einige haben sich bestanden und danach hat es eben ein Ding gegeben, ein Zusammenkommen bei einem Hotel, bei einem, was in der Nähe war, wo man dann alle gefeiert haben oder sonst dergleichen. Und da wird schon alles finster. Also meine Eltern haben mich dann abholen müssen, mein Vater hat mich dann abholen müssen. Und da habe ich auch zum ersten Mal dann auch gemerkt, also die wollen nicht nur mich, sondern die wollen meine ganzen Eltern. Beseitigt. Auch davor war das schon klar. Und da reißt dann auch die Erinnerungen dann ab, weil da eben wiederum diese Leute diese ganzen Drogen verwenden und auch sehr, sehr erfolgreich verwenden können. Und man da dagegen wenig machen kann, gegen diese Leute wenig machen kann. Das reißt eben ab. Danach mache ich den Führerschein. Also danach habe ich eigentlich von den Leuten kaum jemanden mehr gesehen. Also ich habe da so Kontakt habe ich mit niemanden gehalten, weil schlussendlich wusstest du ja nicht, wer diese Leute alles sind. Also es hat sich dann zum Schluss auch herausgestellt, dass sogar innerhalb der Schüler welche gegeben hat, die falsche Identitäten verwendet haben und du dann eigentlich keine Ahnung gehabt hast, wer diese Leute dort eigentlich sind oder wie oder warum das notwendig ist. Also ich habe das ja bis zum heutigen Tag nicht ganz recht verstanden, warum es notwendig ist, falsche Identitäten zu verwenden. Also eine Erklärung war, dass das sehr viele von diesen Leuten, vor allem von den Lehrern, gar keine Qualifikation oder sonst dergleichen hatten. Die haben sich einfach dort in die Schule hineingestellt und waren der Meinung, naja, unterrichten könne doch jeder und es wäre doch nicht so schwer und dergleichen. Und wenn man den Lehrern dann auch zugehört hat, hat man schon auch irgendwie das gemerkt, denen fehlt teilweise das Basiswissen in dem Fach. Also wenn man so will und das auch so sagen kann und auch eigentlich auch sagen muss, also schlussendlich hat man da eigentlich wenig bekommen oder mitbekommen von der Schule. Also es waren eher aus den Büchern hat man lernen müssen, weil das war der einzige Anhaltspunkt, weil die Lehrer so, die haben dir sowieso nichts beigebracht oder konnten auch nichts beibringen, weil sie eben nicht vom Fach waren, wenn man so will, sondern nur irgendwelche Leute waren und das auf Steuerzahlerkosten. Das muss man ja auch sagen. Also da geht jemand in die Schule hinein, gibt sich für einen Lehrer aus, der keine Qualifikation, nichts hat und der noch hinzukommt, da unsere Kinder dort bespäht, wahrscheinlich aber missbraucht. Und der sich dann vom Vaterstaat einen Gehalt auszahlen lässt. Das sind alles diese Sachen gewesen, was einen dann sehr nachdenklich macht. Und das geschieht ja wiederum vor den Augen aller. Das hat ja die Politik auch so gewusst. Das war ja im großen Stil ist ja das dort geschehen an der Handelsschule, an der Handelsakademie und dann auch im Gymnasium. Also das war ja nicht beschränkt nur auf die Handelsakademie, sondern die ganze Schule, wenn man so will, war dort mit involviert. Und das hat es auch sehr, sehr, sehr schwierig gemacht, gegen diese Leute irgendetwas zu machen oder auch gegen diese Leute vorzugehen, weil da war jeder irgendwie drin. Es war, wie gesagt, es war schon schwierig, überhaupt die Polizei zu rufen, weil sich da jeder dagegen gewehrt hat, gesträubt hat, die haben die Türen verbarrikadiert, du musstest da aus der Schule fliehen, um dein Leben laufen und die sind dir mit dem, und die Lehrer, also das sind die Lehrer oder vermeintlichen Lehrer, sind dir mit dem Auto nachgefahren, um dich abzusperren, um zu verhindern, dass du mit der Polizei sprichst und dergleichen. Und wenn die Polizei dann gekommen ist, das war nicht die richtige Polizei, sondern das waren
Verkleidete oder irgendwelche Leute, die einfach nur die Uniform angezogen haben. Auch das ist dann später in Wien passiert. Ich habe dann später gemerkt, das ist eigentlich in Österreich die generelle Regel. Also wenn vor deine Tür jemand in der Polizeiuniform kommt, auftaucht, sind die Chancen 50-50, dass das die wirkliche Polizei ist, oder das ist nur irgendjemand, der eben die Uniform angezogen hat. Und das Traurige ist, wo findet der diese Uniform? Sogar auch noch eine Dienstwaffe. Wie und warum? Wie kann das sein? Ich weiß schon, Österreich ist nicht das einzige Land, wo das gemacht wird. Hier in der Türkei wird das auch gemacht. Das ist wirklich störend. Also, da sind irgendwelche Leute und du weißt, wer diese Leute sind. Du kennst sie halt. Und der zieht eine Polizeiuniform an und stoppt Leute, belästigt Leute, gibt sogar Strafzettel aus. Und diese Strafzettel, die sind nicht wirklich echt. Da geht es nur um in die eigene Tasche Geld zu wirtschaften. Das ist bei mir in Österreich auch so geschehen. Einige Male wurdest du gestoppt von Leuten, ja, der will sofort Geld, ja, gib uns so und so viel, dann vergessen wir alles, diese Sachen, ja, du hast den Gurt nicht angehabt, du hast das Licht nicht eingeschalten. Damals war ja, dass man auch Licht am Tag haben musste oder Lichtfahrer sind sichtbarer, hat es sowas gegeben. Oder es war, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, zu meiner Zeit hat man es dann doch abgeschalten. Also es hat damals so ein Gesetz gegeben, wo man auch Licht bei Tag einschalten musste. Das wurde aber dann später abgedreht, dieses Gesetz und so irgendwas. Also es war wieder alles verworren, was ja auch wieder so maßgeblich für Österreich ist. Und eben da sind eben diese Leute da, die sich da verkleiden, die Identitäten von Leuten übernehmen, von Autoritäten übernehmen und da Leute belästigen. Und das zusätzlich kommt es auch verunsichert des einen, ja, weil du musst dir auch vorstellen, wenn da jemand in der Polizeiuniform vor dir auftaucht, naja, wird schwierig, da den anzuzweifeln, inwiefern ist es tatsächlich die Polizei oder ist es nur irgendjemand, der eben zufällig dort ist. Das ist schwierig und ist auch sehr schwierig herauszuerkennen. Erst später, wenn du eben diese Leute kennst, siehst und weißt, wie sie sich verhalten, dann siehst du mehr und mehr. Ja, das kann eigentlich nicht die Polizei sein, aber das wird so oft gemacht in Österreich, dass es wirklich dann schwierig ist, das dann noch auseinanderzuhalten. Also ist das jetzt wirklich die Polizei oder sind das nur irgendwelche Diebe, Gauner? Und das ist eben sehr, sehr schwierig. Und man konnte da eben nichts machen. Es ist nicht gelungen, dort die Menschen darauf aufmerksam zu machen, weil das war ja mein Wunsch gewesen, dass zu Hause die Leute, die Eltern dazu wissen, vor allem im Gymnasium, wo ja wirklich 10- bis 14-jährige Jugendliche sind, wo das ist ja selbstverständlich, dass es die Eltern wissen müssen, dass sie ihre Kinder nicht dorthin schicken können. Okay, das hat vielleicht nicht nur mit 10- bis 14-Jährigen zu tun, das hat auch generell mit den 14- bis 18-Jährigen zu tun. Als Erziehungsberechtigte, als Elternteil willst du ja wissen, was in der Schule läuft. Und wenn da dein Kind möglicherweise missbraucht wird, wenn in der Schule, wo dein Kind hineingeht, am Klo Kameras aufgestellt werden, die Kinder bei der Not durft filmen, dann ist es ja etwas Widerwärtiges und Übles und so etwas gehört zur Anzeige gebracht und da gehört auch eine allgemeine Untersuchung eingeleitet und das wurde ja alles nicht gemacht, man hat das alles unter den Teppich gekehrt und ja, das war halt irgendjemand oder irgendwelche Leute dann dafür verantwortlich gemacht. Wie davor auch mit der Eva Lechner. Also man hat da nur eine Person für alles schuldig gemacht, also während die anderen weiter Kinder missbraucht haben. Also es ist da meiner Meinung nach schon ein
totales Versagen auch der Staatsanwaltschaft und auch des ganzen Justizapparates, aber auch der Menschlichkeit, wenn man so will, weil das hat ja jeder auch gewusst, oder darum so viele Leute haben davon gewusst, dass die sich frei darüber reden konnte, erzählen konnte, dort und dort in der Handelsschule, dort und dort in der Handelsakademie geschehen so und solche Sachen. Dass man dort nicht reagiert oder noch schlimmer dort zusieht und sagt, naja, was kann man schon machen? Das ist ja irgendwie auch das Traurige. Oder vielleicht konnte man wirklich nichts machen, denn es war ja die Politik war ja auch involviert darin. Wenn man nur bedenkt, dass ein Lehrer der Vizebürgermeister von Zell am See war, dass das sehr viele auch Parteimitglieder waren innerhalb der einzelnen Parteien. Und dort sich eben nichts gemacht. Und es war auch nicht möglich, dort irgendetwas zu machen. Und dann ist es auch irgendwie überraschend gewesen für mich, Jahre später, wo ich dann erfahren habe, naja, da sehen mich einige Leute als Helden an. Ich weiß nicht, also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie man da jemanden als Helden sehen kann. Ja, vielleicht, dass ich da eben sehr viele Leute geschafft habe zu verprügeln. Ich weiß nicht, das machte ich noch nicht zum Helden, sondern es ist ja nicht gelungen. Das war ja mein Ziel, das, was ich wollte, dass da jeder darüber Bescheid weiß, und hätte jeder darüber Bescheid gewusst, was dort geschieht, und wäre es dann zu den Rechtsfolgen gekommen, hätte ich mir ja dann später in meinem Leben vieles ersparen können, viel Leid ersparen können, und nicht nur ich, sondern andere auch. Das war das Riesenproblem, was dort nicht funktioniert hat, und wo man dann später sagen muss, naja, was hat das alles erreicht, oder was hat dieser sogenannte Held alles erreicht, dieser sogenannte Held, der ich sein soll, was habe ich schlussendlich erreicht? Also es ist ja ganz normal weitergegangen, und mit den Leuten, die an dieser Schule unterrichtet haben, mit den Lehrern, da haben ja einige danach einfach so frisch munter weiter unterrichtet. Und das ist Jahre später, ist es dann wieder zu einer Auseinandersetzung gekommen, und wieder ist es da zu Handgreiflichkeiten und zu gekommen, und die Sache ist blutig geworden. Und das war ja eben das, was so störend war, oder was war traurig war, wo man dann sagen muss, naja, eigentlich ist es nicht gelungen, dort dieser Sache ein Ende zu bereiten, denn hätten wir es damals geschafft, also schon 2005 oder schon viel, viel früher, schon 1994, 1995, auf diese ganze Sache aufmerksam zu machen, was dort geschieht, hätten wir das schon 1994, 1995 geschafft. So hätte man ja viel, viel Leid ersparen können, vielen, vielen Leuten Leid ersparen können, vielen Kindern Leid ersparen können. Das wäre es gewesen, das wäre wichtig gewesen, dass dort eine Untersuchung beginnt in diese Sache, in diese Schulen. Da wurden ja jahrzehntelang Kinder missbraucht, Kinderpornos gemacht. Das ist ja nicht etwas, was sehr, sehr schwerwiegend ist. Und wenn man dann bedenkt, da hat es alle jedes Mal diese Möglichkeit gegeben, oder hätte es diese Möglichkeit gegeben, das alles zu beenden. Aber wir sind eben nicht durchgedrungen, oder ich bin da nicht zu den Leuten durchgedrungen, weil die Polizei, die Staatsanwaltschaft dort nicht aktiv war, weil die auch in gewissem Sinne dort involviert waren, weil auch die Politik dort involviert war, weil eben auch einige Politikersöhne dort involviert waren, die eben verhindert haben, dass es dazu zu Untersuchungen kommt, dass es dazu Aufklärungen kommt, ist es ja immer so weitergegangen. Und das auch danach, also nach dieser Handelsschule, nach diesen ganzen Zwischenfällen, auch wenn dort eine Frau gestorben ist, weil da ist ja die Maas dann gestorben, dort wegen schwerer Kopfverletzungen, auch nachdem sie dort gestorben war, starb, haben diese Leute ganz normal dort weitergemacht. Man hat wiederum alles vertuscht, man hat wiederum die Leute hinters Licht geführt, und dann Jahre später ist es dann wieder zu einer Auseinandersetzung gekommen, dann später in Wien,
Und das sind wieder diese gleichen Leute, die man eigentlich schon damals ins Gefängnis hätte werfen sollen, damals schon aus dem Verkehr ziehen hätte sollen. Und das ist alles nicht geschehen, wo man dann sagen muss, ja, was macht eigentlich die österreichische Justiz da? Und das ist dann schon etwas, was dich wütend macht, was dich außer, wo du außer dir bist, wo du sagst, naja, wie konnte es eigentlich sein? Darf das alles sein? Warum ist das alles so? Eben, und nach der Handelsschule, ich habe da keinen Kontakt zu diesen Mitschülern gehabt. Ich habe dann später einige hin und wieder getroffen, aber wir haben da wenig miteinander gesprochen. Also so Freunde habe ich ja so nie gehabt. Also teilweise war das eben dadurch, dass ich eben da immer als Ausgestoßener behandelt wurde und die Lehrer auch immer wieder darauf bedacht waren, dass sie Ausgestoßener waren, dass ich als Ausgestoßener, als jemand, der nicht Teil dieser Gemeinschaft ist, auch so behandelt werde. Und andererseits wollte ich auch nicht mit diesen Leuten zusammen sein, nicht zu nahe diesen Leuten treten. Und ich wollte immer so auf Distanz gehen, weil ich hab mehr und mehr verstanden, dass die Nähe zu einigen Leuten, ganz besonders in Wien, habe ich das verstanden, dass die Nähe zu einigen Leuten gefährlich ist, fatal ist. Dass es da Leute gibt, die sich einen Spaß daraus machen, die deine Freunde und deine Verwandtschaft gegen dich aufzubringen. Und das ist auch eine sadistische Neigung, die ich innerhalb der Linken, innerhalb der österreichischen Linken wahrgenommen habe. Wie gesagt, aber da am Land in Westösterreich hat es eine riesen pädophilen Ring gegeben und da hat man einfach nichts dagegen gemacht. Und es ist schade. Es ist nicht nur am Land in Westösterreich, sondern in ganz Österreich gibt es ja ein pädophilen Problem und man hat dagegen nichts gemacht. Konnte oder wollte nichts dagegen machen. Ich glaube eher, man wollte nichts dagegen machen, weil da eben sehr viele Politiker und sehr viele Politikersöhne und auch sehr viele Politiker Kinder dort involviert sind und auch bis zum heutigen Tag involviert sind und man deswegen da sofort diese ganzen Sachen unter den Teppich kehrt. Und nach der Handelsschule, wie ich die abgeschlossen habe, habe ich auch mehr und mehr begriffen, dass mir die Zeit ausläuft. Also ich habe dann vieles wieder vergessen und ich hatte damals schon einiges. Erinnerungen waren dann schwierig, die waren sowieso weg damals gewesen. Und ich habe mehr und mehr begriffen, dass mir damals die Zeit wegläuft. Also das war kurz bevor wieder meine Erinnerungen gelöscht worden sind oder meine Erinnerungen gelöscht worden sind, wo ich dann auch begriffen habe, naja, das nimmt ein böses Ende und irgendwas muss dagegen gemacht werden. Also ich habe immer geglaubt, ja, oder die haben auch so viele Anspielungen immer darauf gemacht, auf meinen Vater gemacht, also den wollte man auch beseitigen oder meine Mutter, sie wollte man auch beseitigen und das hat ja alles gegeben und das ist ja alles so geschehen. Und danach eben, ja, ich bin dann arbeiten gegangen, weil es wurde, wie gesagt, ich war dann gebrandmarkt. Viele Leute, wie gesagt, wiederum waren der Meinung, dass ich da falsch gehandelt habe. Wer bin ich, der da die ganzen Leute verprügelt und wie kann das sein und darf das überhaupt sein? Weil für viele dieser Pädophile war ich eigentlich der Übeltäter, der eingesperrt gehört. Die haben sich das ist teilweise bis zum heutigen Tag der Fall, die sehen Kindesmissbrauch nichts als nichts Schlimmes an. Ganz besonders die Familien dieser Pädophilen, für die war immer klar, naja, das ist er oder dass ich es sei, der das wirkliche Problem sei. Und auch späterum eben immer wieder diese Einschüchterungsversuche, dass man eben darüber nicht reden muss, dass man den Mund halten solle und dass sich das einiges nicht gehört und dergleichen. Also da hat es immer wieder solche Sprüche gegeben. Also ich war danach, wenn man so will, berühmt, aber was hast du von dieser Berühmtheit gehabt? Also jeder hat gesagt, ja, das ist der Held oder sonst irgendwelche, der da diese Sachen aufgeklärt hat. Wie gesagt, ich wiederhole es, da hatte man nichts aufgeklärt. Das hätte man schon 1994, 1995 alles aufklären sollen und hätte dem ein Ende setzen sollen.
Und ich bin eben danach ganz normal arbeiten gegangen, also so im Büro hatte, habe ich sowieso nichts gefunden gehabt. Also ich habe dann mehr und mehr schon gemerkt, später erst dann auch gemerkt, dass ich dort gebrandmarkt worden war, also dass das danach nicht mehr alles so einfach für mich werden würde, irgendeinen Job noch dort zu finden, vor allem am Land zu finden. Und ich habe eben die Abendmatura gemacht, also ich habe den zweiten Bildungsweg gemacht, wollte das Abi, also die Matura nachmachen und dann studieren gehen. Und auch wiederum bei dieser, ich habe die Matura bei der Wirtschaftskammer in Zell am See gemacht, also wird die genannt. Und auch wieder dort hat es wieder Leute gegeben, die eigentlich nicht dorthin gehören. Wiederum, also diese, weil da waren erstens einmal eben zwei der Lehrer dort, die an der Handelsschule auch unterrichtet hatten, die waren auch beim Wifi in Zell am See, und auch die anderen Lehrer dort haben dann nicht wirklich hinzugehört. Und das ist auch wieder so eine Neigung von diesen Leuten, wo man sagen muss, das ist auch wieder, dass man eben Macht über andere hat, dass man sich vor andere hinstellt, vorstellt und ihnen sagt, wo es lang geht, also dieses Bedürfnis zu haben, das zu machen, das spüren ja diese Leute sehr oft, und das wollen sie auch immer, diese Neigungen wollen sie auch immer befriedigt haben wissen. Oder versuchen sich hier diese zu befriedigen, diese Neigungen. Und eben, ja, es ist auch schwierig. Und wiederum bin ich da diesem Bertolt Posch und dem Fischer, nachdem war, was in der Handelsschule war, bin ich denen gegenüber gesessen und bin ganz normal in den Unterricht gegangen. Ich habe mich an nichts mehr erinnert. Also man sitzt da drin, sieht den Leuten zu, alles scheint unscheinbar, alles scheint normal, ganz normal weiterzugehen. Und das sind auch teilweise gute Schauspieler, die das alles verschleiern können. Und eben so ist es auch weitergegangen. Ja, jetzt bin ich da hingegangen, hab dort eben die Matura nachgemacht oder auch bei der Arbeit. Ich habe dann in dem Sägewerk meines Vaters gearbeitet für 8 Monate lang, und auch in dem Sägewerk waren wieder einige welche da, die falsche Identitäten verwendet haben. Also man hat in Österreich, vor allem im Bundesland Salzburg, hat man irgendwie das Gefühl, oder ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da wimmelt es nur von Leuten, die falsche Identitäten verwenden. Und es geht da gar nicht. Also man muss da schon fragen, also wer hat da noch eine wirkliche Identität, wer ist da noch wirklich in dieser Region? Eben auch in dem Sägewerk, in der Firma meines Vaters, hat es auch wieder Leute gegeben, die falsche Identitäten verwendet haben, die auch wiederum in Konflikt mit dem Gesetz waren, die in Konflikt mit einigen Sachen waren und die trotzdem noch dort waren. Und auch, es hat dann später auch Zusammenstöße in Wien gegeben mit einigen, die dort in diesem Sägewerk gearbeitet haben. Und das hat ja nie und nie mehr aufgehört. Also was ich dann so gemerkt habe oder auch später in Wien auch so gemerkt habe, ist, dass man diesen Pädophilen, diesen Vergewaltigern und alles immer wieder die Möglichkeit gab und gibt, sich innerhalb der Gesellschaft einzunisten. Das mag jetzt für einige normal sein, oder einige werden sagen, ja, die haben auch ein normales Leben verdient. Ja, selbstverständlich hat jemand, der mal einen Fehler gemacht hat, dann wieder auf die Beine kommt, es verdient, ein normales Leben zu führen. Aber das ist ja bei diesen Pädophilen und bei diesen Vergewaltigern und bei diesen Psychopathen ja nicht der Fall gewesen. Das hat man später in Wien dann auch gesehen. Da waren einige im Gefängnis, also das war ja unglaublich. Da waren einige im Gefängnis, eigentlich im Bundesland Salzburg im Gefängnis, und die haben sich einfach nach Wien versetzen lassen, um in meiner Nähe zu sein, um dann später auch Anschläge auf mich verüben zu können, wo man auch dann sagen muss, ja, warum ist es überhaupt möglich? Warum lässt man so etwas überhaupt zu innerhalb des Justizsystems? Das hat auch alles immer so Fragen gemacht. Also das sind auch immer Fragen über Fragen, wo man auch sagen muss, ja, wie konnte das alles so geschehen? Warum ist das alles so geschehen? Und da ist ja auch das eine wichtige Frage,
gewesen. Und auch bei, und ich habe dann auch gearbeitet, eben ich habe eine Lehre angefangen. Nach diesen 8 Monaten in dem Sägewerk meines Vaters habe ich eben eine Lehre begonnen, eine Tischlerei oder Schreinerlehre, weil eben ich keinen Ausweg mehr gesehen habe, weil ich wollte eigentlich irgendwo im Büro arbeiten, nur mehr und mehr war es eben unterqualifiziert und ich habe auch mehr und mehr gemerkt, vor allem hast du irgendwelche Leute immer wieder getroffen, die mir auch gesagt haben, die haben Schwierigkeiten, einen Job zu finden und das war immer die Art und Weise, wie die das alles erzählt haben, war immer so merkwürdig und später habe ich erfahren, ja, es ist darum gegangen zu verhindern, dass ich erstens herausfinde, dass ich eben schon gebrandmarkt und stigmatisiert bin. Also gebrandmarkt hat dann geheißen, ja, niemand will mich mehr einstellen am Land. Zumindest dort, niemand will von mir etwas wissen, niemand will damit etwas zu tun haben. Deswegen werde ich schwer einen Job finden oder auch einige waren der Meinung, dass ich eben schuld bin an dieser Sache, dass ich eben dort zur Rechenschaft hätte gezogen werden müssen. Das ist bis zum heutigen Tag immer noch der Fall, dass einige, vor allem die Familien dieser Pädophilen, aber auch andere der Meinung sind, ja damals, was in meiner Kindheit dort geschehen ist und auch später, das wäre alles mein Verschulden und dergleichen gewesen und dass diese exzessive Gewalt unangebracht war. Wie gesagt, also ich muss ihm immer wieder das betonen, es ist darum gegangen, mein eigenes Leben zu verteidigen und zu schützen. Das war Notwehr. Und das werde ich auch bis zum heutigen Tag immer so sehen. Das ist mir egal, wer das sagt. Das ist mir egal. Und hinzu kommt, dass Pädophilie etwas Schlimmes ist. Ich werde jetzt nicht hierher kommen und sagen, ja, diese Pädophilen, ja, wenn schon, die haben den Tod verdient. Nein, das ist nicht meine Sache. Da bin ich nicht derjenige, der darüber entscheiden kann oder entscheiden darf. Aber nichtsdestotrotz, was dort geschehen ist in der Schule, was dort mit mir geschehen ist, das war so schlimm, das war so übel. Und ich habe damals ist es darum gegangen, mein eigenes Leben zu verteidigen. Und diese Leute haben alles getan, um mein Leben zu zerstören und auch das Leben meiner Eltern zu zerstören. Und das haben sie auch tatsächlich geschafft. Also die haben Jahre darüber gesprochen, meine Eltern zu töten und schlussendlich haben sie es gemacht. Jeder hat gewusst, dass da was geschehen würde. Jeder hat darüber gesprochen, dass da was geschehen würde. Und wie es dann geschehen war, hat jeder auch wieder den Mund gehalten. Naja, war eben ein Unfall. So hat es geheißen, war eben ein Autounfall. Dann erst Jahre später habe ich dann erfahren, na, das war alles gefickt. Das war nicht wirklich, also dieser Autounfall oder sowas, das war alles nur so vorgemacht oder vorgeführt, um die Öffentlichkeit vorzuführen, sondern da ist es darum, die hat man einfach beinhart getötet. Meine Eltern hat man beinhart beseitigt. Meine Mutter eben deswegen, damit sie nicht darüber reden kann, was mit ihr geschehen ist. Und auch mein Vater hat man umgebracht. Und das ist schlimm. Und auch wiederum wurden die Leute, die dafür verantwortlich waren, die nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern nur einige wenige. Also meine Adoptivschwester wurde schlussendlich dafür verantwortlich gemacht, dass sie den Tod unserer Eltern verschuldet hat. Was ich damals nicht gewusst habe, war eben, dass das Wasser in der Wohnung, wo wir gelebt haben, vergiftet worden war. Und nicht nur das Wasser, da sind Leute jedes Mal ein- und ausgekommen. Also in der Wohnung, in der wir gelebt haben, in der Berglandstraße, so hat die Straße geheißen, das war eine Apartmentwohnung, die eben da von einer Genossenschaft wir gemietet hatten. Und in diese Wohnung sind tagtäglich oder jedes Mal, wenn wir nicht da waren, Leute gekommen. Hineingekommen, haben sich da umgesehen, haben teilweise auch das Essen gegessen und dergleichen. Meine Mama hat zum Beispiel Brot ohne Hefe gemacht und diese Leute haben jahrelang darüber gesprochen, wie meine Mama das Brot wohl macht. Ich habe das damals nicht begriffen, dass die über meine Mama reden, aber die haben nur von diesem Brot gewusst, weil sie eben in unsere Wohnung gegangen waren und dort das Brot und alles gegessen haben, dort sich aufgehalten haben, dort Fotos, Selfies gemacht haben und dergleichen, also so richtig psychisch krank waren.
Und das ist auch jahrelang geschehen und ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe zwar etwas so gemerkt, zum Beispiel, dass einige Leute scheinbar immer meine Schuhe anziehen. Also das habe ich später in Wien im Studentenheim, ist mir das auch immer und immer wieder aufgefallen. Da ziehen Leute meine Schuhe an, da kommen Leute in meine Wohnung, in mein Zimmer ziehen meine Jacken an, ziehen meine Schuhe an. Also später hat sich dann das herausgestellt, dass da einige psychische Probleme haben und die eben dieses Bedürfnis haben, das tun zu müssen oder zu wollen oder sonst dergleichen. Und das ist eben so geschehen. Und ich habe eben da versucht, meine Eltern zu retten. Also ich habe dann später auch einige Male versucht, die ganze Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich wollte, dass die mich attackieren, weil ich immer damals noch das voller Selbstbewusstsein war. Dass ich mich eben verteidigen kann, dass ich diese Leute schon schaffe. Das war jugendliche Torheit. Und eben da hat es auch immer wieder Versuche gegeben. Und das war auch dann die Zeit, wo ich eben durch diese Albträume, mit denen ich da geplagt worden war, mich mit der Psychoanalyse begonnen habe. Und auch durch die Traumdeutung und dergleichen eben begonnen habe, zum ersten Mal Sachen zu dekodieren, zu verstehen oder zusammenzufügen. Wie gesagt, damals war das alles noch unwirklich, unglaubwürdig und für mich schwer nachvollziehbar. Wie konnte das alles sein? Wie konnte das alles in Österreich sein? Denn das war ja immer noch dieser Glaube, dass du in Österreich, in Europa in einem Rechtsstaat lebst, dass das nicht irgendein Drittstaat ist, dass das eben eine sichere, dass es ein sicheres Land ist und wo du auf die Gesetze und alles bauen kannst. Später habe ich dann erfahren, ja, das stimmt so alles nicht und dass es eben eher das Gegenteilige ist da der Fall. Und das war dann auch ein Schock, also dass du in Österreich, das habe ich später in Wien dann auch mehr und mehr gesehen, dass man eben die Wahrheit verdrehen kann, dass man Leute hinters Licht führen kann oder absichtlich gegen bestem Wissen und Gewissen handelt, da absichtlich Falschinformationen in Umlauf bringt und diese Falschinformationen auch Anklang innerhalb der Bevölkerung finden, weil Leute einfach das glauben wollen, was sie glauben wollen und denen dann alles gleichgültig ist. Das ist mir dann auch aufgefallen, in Wien aufgefallen, wo du dann auch dann dagegen irgendwie machtlos bist, vor allem später dann, wie man dann alles begonnen hat, das geschehen war, was geschehen war in der Schule und auch davor umzudeuten, das war eigentlich meine eigene Schuld oder sonst dergleichen. Oder später hat es dann auch eine Lüge gegeben, also das sind Leute vom Gefängnis herausgekommen, also in Österreich darfst du ja an Wochenenden das Gefängnis verlassen oder ich weiß jetzt nicht, was die genauen Bestimmungen sind, aber meistens darfst du es verlassen und diese Leute, die eben aus den Gefängnissen entlassen worden sind oder übers Wochenende nach Hause gehen durften, die sind eben dann in die Schulen gegangen, in die Universität gegangen und haben dann zum Erzählen angefangen, falsche Informationen zum Erzählen angefangen von den anderen Gefängnisinsassen, dass angeblich, dass ich ein Lügner sei, dass dieser ganze Missbrauch und alles so gar nicht geschehen war. Das hat mit Eva Lechner zu tun gehabt, also dass das mit ihr, dass das alles nicht gestimmt hat, was wiederum, wie gesagt, es ist teilweise richtig, weil es nicht ich war, der eben gegen sie ausgesagt hat, weil es jemand anderes war, weil es eben dieser Alexander D. war, der meine Identität übernommen hatte und dort ausgesagt hatte. Und später auch dieser Alexander D., der da auch dann wie meine Identität übernommen, weil er eben vor einem Strafverfahren fliehen wollte. Also hat er dann auch immer und immer wieder darauf bestanden, dass er der wirkliche Adam
Kirber sei und dass ich dann Hochstapler sei und so. Also es hat da sehr, sehr viele Spannungen gegeben bei diesen Sachen. Und diese Spannungen, die gibt es bis zum heutigen Tag noch. Also dieser Alexandre D., der behauptet ja bis zum heutigen Tag, dass er ich sei und dass ich ein Hochstapler sei. Und die waren auch sehr erfolgreich, diese Leute. Also ich kann mich erinnern, bei Facebook, diese ganzen Accounts oder auch bei YouTube-Accounts, die wurden alle heruntergenommen. Also ich habe, da hat es gegen mich Sachen gegeben und ich bis zum heutigen Tag habe ich ja diese ganzen Accounts nicht wiederbekommen, sondern habe einfach schlussendlich neue Accounts machen müssen. Das ist ja dann wirklich, wirklich gefährlich dann auch geworden oder ist bis zum heutigen Tag gefährlich, weil ich muss ja mich bis zum heutigen Tag mit diesen Leuten alle herumschlagen, die behaupten, dass sie die wirklichen, dass sie Adem Kirbas sind, dass sie die wirklichen oder dass ich ein Hochstapler bin, der die Identität von wem anderen übernommen hat. Und später, wie dann in Wien diese ganzen Anschläge passiert sind, diese terroristischen Anschläge dann passiert waren, aus denen ich mich knapp und knapp befreien konnte. Und wiederum so diese generelle Stimmung war, dass ich ein Held sei. Dann ist er, wie gesagt, von diesem Heldentum in Österreich, von dem Hass tu nichts oder ich habe nichts, sondern, und da ist es auch immer mehr und mehr, hat dann meine Identität bei Pädophilen und Vergewaltigern Anklang gefunden, weil viele eben auf ein Strafverfahren gewartet haben oder innerhalb eines Strafverfahrens waren und weil sie geglaubt haben, naja, wenn sie als Helden anerkannt werden würden, würden sie ein milderes Urteil bekommen. Das hat alles dann gegeben und das hat dann eins zum anderen geführt und dann ist es auch wieder in Wien zu Gewalt gekommen, Gewalt zwischen den einzelnen Leuten. Gewalt mit diesen, ist es auch wieder in Wien zu Handgreiflichkeiten gekommen und dort auch wiederum die Justiz und auch das ganze Rechtswesen in Österreich versagt, wo man dann teilweise einfach nur zugesehen hat, was dort geschieht, dort nichts gemacht hat, was dann auch so schwerwiegend ist und auch so schwer fatal ist oder auch wo einige der Meinung waren, ich hätte es verdient, dort beseitigt zu werden. Es ist ja bis zum heutigen Tag auch der Fall, dass man der Meinung ist, ja, ich würde das Leben nicht verdienen. Und es war dann auch sehr schwerwiegend, also diese ganzen Glauben oder so zu leben. Also wenn du nur bedenkst, also du gehst in die Öffentlichkeit herum, du, oder ja, in der öffentlichen Sphäre und du weißt, dass da einige oder viele Leute der Meinung sind, dass du erstens kein Mensch bist und zweitens das Leben nicht verdienst. Also, und das macht dich schon Angst. Also das ist schon sehr angsteinflößend. Und da ist meiner Meinung nach klar verständlich, dass ich dann weder eine Liebe oder eine Zuneigung zu Österreich entwickeln konnte und noch in Österreich leben will. Wer will das dann? Wo dein Leben so in Gefahr ist, wo die Justizwache und dergleichen oder generell die Politik eben da aus den Gefängnissen Leute entlässt und die auf dich hetzt. Da werden Leute absichtlich nach Wien in die Nähe deines Wohnortes versetzt. Gefängnisinsassen, Vergewaltiger, Pädophile oder was mit mir geschehen ist, dass man mich vor Weihnachten da ins Gefängnis einsperrt, nur mit dem Grund, dass man eben meine Kleidungen anziehen kann und zu den Weihnachtsfesten gehen kann. Aber das ist einfach nur krank. Das hat ja nichts mehr mit einem gesunden Menschenverstand zu tun. Und das Schlimme war ja, dass man da später dann auch entschuldigt hat. Entschuldigt hat dahingehend, dass man gesagt hat, naja, er ist ohnehin Moslem und als Moslem feiern die doch Weihnachten ohnehin nicht. Und da hat er eben einmal im Gefängnis einige Wochen, also es waren 2,5 Monate ohne irgendwelche Anklage, nichts. 2,5 Monate lang im Gefängnis wirst du festgehalten.
Und da haben sie geheißen, ja, was ist dann schon dabei? Und es war ja später auch immer wieder, hat es gegeben, wo du vor Weihnachten ins Gefängnis geworfen wurdest. Also das ist Österreich, der schmeißt dich ohne Anklage oder irgendwas ins Gefängnis und dann bekommst du so irgendwelche Scheinanklagen, Scheinprozesse. Und das verstehen die Österreicher nicht. Das ist ernst. Das ist nicht etwas, was witzig ist, wenn jemand mit dir einen Prozess macht. Vor allem, wenn das alles dann noch so echt aussieht. Das ist, auch wenn das ein Scheinprozess ist, für viele Österreicher, die haben Humor nicht verstanden, was wirklich Humor ist. Das ist geschmacklos, das ist widerwärtig. Wenn das mit dir gemacht wird, wenn du da vor Gericht ins Gefängnis geworfen wirst, wo du sogar auch gefoltert wirst. Also man hat mich im Gefängnis einfach hungern lassen oder die haben im Winter, das war bitter kalter Winter, der hat alle Fenster aufgemacht und du konntest die Fenster nicht schließen. Ja. Jetzt bist du da im Zimmer gesessen, eiskalt und hast gefroren und hast nichts zum Essen und so gehabt. Das ist im Gefängnis in Österreich geschehen. Und hinzu kommt, dass diese Leute mich dann auch noch töten wollten und meine Organe entnehmen wollten. Also das ist nicht witzig. Wer sagt über sowas Humor? Und einige haben das so dargestellt, ach, was ist schon da dabei? Und ein bisschen wurden ihm eben die Federn gerauft und so schlimm ist das nicht. Nein, das ist sogar sehr schlimm. Du hast eine psychische, du bist da in einer existenziellen Angst, dass du jeden Moment umgebracht werden könntest. Und das ist auch so geschehen. Wenn man nur bedenkt, wie oft ich da in der Öffentlichkeit in Österreich attackiert worden bin, das ist ja richtig erschreckend gewesen für mich dann. Und dann noch weitermachen oder dann irgendwie noch Kraft zu finden, weiterzumachen. Das war das Schwierigste. Und auch es ist mir ja nicht gelungen und das hat ja auch dein Leben zerstört. Mein Leben hat es ja völlig zerstört. Ich habe ja gewisse Hoffnungen und so gehabt, dass ich eben Schriftsteller werde, dass ich durch das Schreiben mich erhalten kann, aber das hat man mir alles zunichte gemacht, weil erstens einmal war das Ziel eben, mich in der Öffentlichkeit als gering oder als minderwertig oder als nutzlosen Menschen darzustellen. Das versucht der Staat Österreich bis zum heutigen Tag, mich als wertlosen Menschen oder als einen wertlosen Mitbürger, als einen Parasiten, als einen Schnorrer dastehen zu lassen, der auf Kosten anderer lebt und der dadurch eigentlich auch beseitigt werden könnte. So werde ich dargestellt. Und das ist dann schon schlimm. Das ist nicht etwas, wo man so das einfach auf die leichte Schulter nehmen kann, weil das versetzt dein Leben in arge Gefahr. Und das war ja auch bei mir der Fall. Jedes Mal, wenn da irgendwelche Meldungen gekommen sind, vor allem von den österreichischen Medien, naja, das ist der und der, dessen Leben ist nichts wert. Und dann wurdest du sofort attackiert und angegriffen. Oder auch, es hat auch falsche absichtlich falsche Informationen gegeben, wo man mein Bild in die Zeitung gegeben hat und unter falschem Namen gesagt hat, das ist ein Vergewaltiger, das ist ein Pädophile und dergleichen. Also das wurde ja nach bestem, oder die Leute, die haben ja gewusst, wer ich bin. Also, weil wie ich nach Wien gekommen bin, haben in der Universität Leute darüber gesprochen, dass ich ein Held sei. Ich habe das damals nicht gewusst, ich habe mich ja nicht erinnert, aber dass ich ein Held sei, dass ich da was Bemerkenswertes geschafft hätte. Also haben die ja mein Gesicht gewusst, haben die ja gewusst, wie ich aussehe und trotzdem haben sie ja diese ganzen Sachen gemacht oder bis zum heutigen Tag. Also ich habe auf Facebook unter mehreren Accounts, ich glaube mehr als 1000 Fotos hochgeladen. Es dürfte eigentlich keinen Zweifel mehr daran geben, wer noch Adam Kirbas ist und trotzdem versuchen noch Leute mich zu töten. Oder auch hier, wenn man meine Stimme hört und das ist auch eines der Gründe, warum ich eben diese Podcasts mache, diese ganzen YouTube-Videos mache, um mich eben vor diesen Leuten zu schützen. Trotzdem
sagen noch einige Leute, na, das ist nicht der. Und die können das sagen, weil eben der österreichische Staat immer noch dahinter ist, immer noch da versucht, mich zu lynchen, immer noch versucht an meine Stelle jemand anderen zu positionieren. Das ist ja das Schlimme. Und das führt dann zu deinem, wenn man so wie zu deinem psychischen Seelenzustand des Angstes. Also mir ist nicht wohl, wenn ich in der Nähe von Österreichern bin. Ich will nicht in der Nähe von Österreichern sein. Auch wenn ich weiß, dass, ja, jetzt werden einige sagen, ja, aber das waren ja nicht Österreicher, die das so gemacht haben, oder viele von denen waren Asylanten, Migranten, waren Pädophile und dergleichen, das waren nicht alles Österreicher, das ist schon klar, aber wie man auf das reagiert hat, war österreichisch, wie man dann in Wien ist, ich bin ja nach Wien gegangen, damit das alles aufgedeckt wird, ich habe mehr und mehr gewusst, dass in Westösterreich, in Salzburg, ich wohl keine Chance zum Überleben habe und auch nicht meine Familie. Und mein Ziel war es, nach Wien zu gehen und wenn die mich dort in Wien attackieren, angreifen, ist das in aller Öffentlichkeit. Jeder muss wissen. Und es ist auch so geschehen, jeder hat darüber gewusst, doch hat niemand eingegriffen. Oder auch in anderen Sachen, was da in den Medien so berichtet wurde, wo man dann immer wieder versucht hat, mich oder meine Sichtweisen so darzustellen, als ob sie falsch sind, oder wo man immer wieder auch dann versucht hat, die andere Sichtweisen, andere, oder wenn ich andere sage, wo man eben versucht, mit diesen Mördern, mit diesen ganzen Vergewaltigern Mitleid zu haben. Das wurde ja in der Öffentlichkeit immer so oder an die Öffentlichkeit so weitergegeben oder auch so dargestellt, sodass ich ihm immer wieder als Übeltäter hervorkam. Das hat er nicht nur damit angefangen, dass man mich als einen Faschisten, als einen Terroristen beschimpft hat. Ja, weil für viele Leute war ich ja so jemand, ja, weil viele noch der Meinung sind, ja, was ist schon dabei, da als Kind missbraucht zu werden, und da ist ja nichts dabei, oder dass man dich schwer verletzt, dass du kaum sprechen kannst. Naja, für einige sind das alles so Sachen, die schnell vorbeigehen. Nur das stimmt nicht. Ich stottere bis zum heutigen Tag. Ich habe immer noch Folgen von diese Sache in meiner Kindheit. Ich leide immer noch an den Folgen von dieser Sache, was da in meiner Kindheit in der Volksschule Höckmoos und dann in St. Georgen und in anderen Schulen auch geschehen ist. Also das ist etwas, was dich ja nicht in Ruhe lässt. Das ist ja nicht nur etwas, was psychisch ist. Das ist auch physisch der Fall. Und dass man da eben nichts gemacht hat, oder auch, dass man in der Öffentlichkeit sich sogar lustig darüber macht. Naja, da hat sich jemand eben vollgeschissen, so hat man das auch so gesagt, da hat sich ein Kind vollgeschissen und hat eben eine ordentliche Tracht Prügel bekommen, oder dass bis zum heutigen Tag jeder der Meinung ist, dass er mich um 20 Euro anhauen kann, 20 Euro repräsentierend für diese 20 Schilling, die ich angeblich gestohlen hätte, damals eben angeblich laut der Frau Maas das gestohlen hätte und das ihr dann das Recht gegeben hat, mich da eben brutal zu foltern, mir eben Nadeln in die Fußsohle zu bohren, mich mit einem Weidezaun zu, oder einen Weidezaun um mich herum zu wickeln, mich zu elektrisieren oder und mich zu treten. Das alles scheint es zu rechtfertigen. So sagt man das, und das führt ja bis zum heutigen Tag noch dazu, dass man sich in der Öffentlichkeit in Österreich eher sich über die Opfer lustig macht, über die Opfer von Missbrauch und dergleichen. Und das ist ja dann, wo ich dann sage, das war österreichisch, das war widerwärtig, und das hätte eigentlich so nicht sein sollen, so nicht sein dürfen, aber es ist so geschehen, und man kann es dann auch nicht ändern, und es hat auch tiefe Narben dann hinterlassen, Narben bis zum heutigen Tag, also nicht nur die
physischen, sondern auch psychische Narben, wo man sich dann, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, wo gehöre ich eigentlich doch noch hin, weil in Österreich ist mein Platz nicht. Jeder redet immer von Helden, Helden, ja, wo ist der Mensch? Oder niemand sieht den Menschen dahinter oder was das gekostet hat, bis hierher zu kommen, was das gekostet hat, zu überleben. Das ist ja das Schwierige.